Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und wir wollen jetzt versuchen, ein paar Leute hier zu verprügeln, um ein paar Punkte zu bekommen. Also am besten namenlose Leute. Brahmin wollen wir jetzt nicht verprügeln. Gavel auch nicht. Die gehören ja zu ihm, das heißt, er wird dann mitprügeln. Und dann wahrscheinlich eher da hinten. So, vielleicht gibt's hier. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Alvor, nee, den wollen wir auch nicht. Gibt's hier ein paar Leute? Das sind nur Frauen. Frauen will ich jetzt nicht verprügeln. Ah, okay. Das hat so nicht geklappt. Elder. Wollen wir auch nicht verprügeln? Ne, Eda, nicht Elder. Gibt es nicht namenlose Leute hier unten, die ich verprügeln kann? Das sind nur Frauen. Ich bin kein Frauenschläger, ja? Der erzähle ich gar nichts mehr. So. Ich glaube da nicht dran. Baumsäge nicht. Die haben ja auch einen Namen. Ne, der heißt Arbeiter. Ich finde das geil, dass wir hier jetzt auf den Dächern rumlaufen können. Okay, hier nicht. Aber hier bestimmt, ja, hier klappt das. Nein! Haben wir uns erstmal abgelegt. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Wenn ich es nicht mit ja, komm. Augen so. Ach, nicht sowas. Und? Kommen wir so? Dahin? Nein. Meldor können wir auch. Wir können hier jetzt, glaube ich, niemanden verprügeln, oder? Wir hätten da vorne jemanden, mit dem wir uns prügeln müssten. Nicht Alvin, hier irgendwo. War das doch. Genau, dann machen wir eben hier einmal. Was ist das? Elixierte. Geschicklichkeit plus 3 machen wir auf jeden Fall. Heilkräuter. Ja, fressen wir jetzt erstmal. Speichern wir hier einmal. Wenn wir den besiegen. Könnten wir ja auch noch ein paar Punkte kriegen, ne? Was machst du hier? Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Ja, du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wie sind die Regeln für den Kampf? Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Ja, komm. So, ich will gegen dich kämpfen. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja. Hier sind sie. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Jo. Komm her. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bewohner von Corini. Auf ausdrückliche An, aufgrund der Alten des Weiteren ist... Komm hin. Nicht schlecht. So. Die 100 nehme ich jetzt dem schnell mit. Wo ist seine Waffe? Schwerer Ast? Okay, die anderen sind abgehauen. Steht er jetzt auf? Komm. Die 100 Erfahrungspunkte waren es wert. Oh, mein Schädel. Mann, oh Mann. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert.
Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Okay, kein Problem. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Vorausgesetzt, du bringst die nötige Erfahrung mit. Klar? Okay, trainier mich im Schwertkampf. Der kann auch nur Einhand. Ich will Zweihand lernen. Hört ihr Bewohner von Korinis? Ich brauche dringend Zweihänder. Hier sind ein paar Leute, die ich verprügeln kann. So, Du Mistkerl. Ey! Nicht. Nein! Leg dich okay. Nie wieder mit mir. Okay, das war jetzt. Das habe ich verkackt. Das habe ich jetzt verkackt, okay. Aber wie viel brauchen wir noch? Nur noch 500. Also, beziehungsweise 425. 425 Punkte. Wo kriegen wir die jetzt her? Meine Meinung kennst du ja schon. So. Ich weiß langsam nicht mehr, was genau, Laris haben wir ja hier. Bring mir was bei. Deine Meinung will ja keiner hören. Bei ihm ist es auch schon so teuer geworden, okay. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ach. Mich braucht sich ja so einiges. Okay, die machen jetzt alle Feierabend, aber ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn ich die jetzt hier alle verprügel. Aber wo kriege ich jetzt die nächsten Punkte her? Ich brauche nämlich noch ein paar. Und Innos in seiner Weisheit tatlos. Ja, oder komm, wir quatschen erstmal mit Jora, der ist da vorne. Vielleicht kriegen wir. Haben wir eine Quest eigentlich? Dafür bekommen? Nee. Alrik sagt, du hattest dein Schwert. Warte mal. Wir speichern und gucken, was passiert, wenn wir das sagen. Ansprechen. Alrik sagt, du hattest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Ah, okay. Kriegen wir dafür jetzt nochmal Erfahrungspunkte, wenn wir die abgeben? Aber geil, dass wir das jetzt schon vorgegriffen hatten. So, suchen wir jetzt Alrik. Also der wird dann froh sein, glaube ich, wenn wir ihm sein Schwert wiedergeben. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Boah, ich hoffe, das gibt ein paar mehr als nur 100 Erfahrungspunkte. Erzähl mir
So, dahin. Da ist Alvin. Und wo ist jetzt Aldrich? Ist er noch immer hier? Oder muss ich pennen gehen? Wo ist Aldrich hin? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich glaube, wir müssen erstmal pennen, bevor wir Aldrich wiederfinden. Können wir hier so durch? Ja, hier passen wir durch. Dann gehen wir mal zu Hada in die Hülle und pennen da. Bis zum nächsten Morgen und dann quatschen wir mal mit Ding. So, hier. Bis zum nächsten Morgen. Und Gesundheit ist wieder voll. Nice. Die haben auch wahrscheinlich die ganze Nacht gearbeitet. Ah, mit Dings müssen wir ja auch nochmal quatschen. Mit Nabul oder mit Nabil oder wie er jetzt hieß. Bezüglich der Diebesgilde. Vielleicht ist da was Neues. Wo ist Aldrich hin? Da ist er. Ich hab dein Schwert. Ich hab dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Hm. Okay, wenigstens 100 Punkte. Ja, dann kommen wir doch noch mit Erfahrungspunkte weiter. So, Gavel wieder. Hier haben wir wieder ein paar Bürger. Gehen wir mal hier. Cardiff, hier. Nabur, genau. Der Job ist gut gelaufen. Aber über meinen Auftraggeber spreche ich nicht. Also bleib ruhig. Der Job ist gut gelaufen. Ist nichts Neues, okay. Hey. Gib mir was zu tun. Ich brauche Informationen. Nee. Von dem haben wir schon alles. Okay, wo kriege ich jetzt die letzten 325 Punkte her? Für die nächste Stufe. Ach, erzähl mir nicht. Ich glaube, anfangs macht es jetzt erstmal Sinn, noch auf. Ich glaube, ich. Warte, der hat doch bestimmt. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir schmieden. Dem. Ja, okay. Wer hat hier jetzt gute Waffen? Das war doch schon vorher klar. Ich habe so einiges gehört. Gibt es eine Möglichkeit, da reinzukommen? Man selbst ist da nicht darauf gekommen. Das ist ja das Lager von Matteo. Das hat er wirklich. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Warum darf das nicht betreten werden? Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was passiert, wenn wir jetzt hier hochklettern? Noch mehr Ärger okay. Kann ich nicht gebrauchen. Irgendwie will ich dahin. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. So, bestimmt kriegen wir das auf diese Art und Weise hin. Nein. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Das heißt, wir müssen wirklich hier. Nein, nicht zu weit. Und jetzt, komm. Okay, das klappt so nicht. Funktioniert das hier? Auch nicht. Nee. Hä, wie kommen wir am besten dahin? Wenn ich jetzt nochmal so mache. Ich
und... Nee, da kommen wir nicht hoch. Ich möchte da irgendwie hin. Da muss es doch irgendwie einen Weg geben, oder? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das. Ja, ja. Hörst du schlecht? Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Das war ein Fehler. Schnell weg. Alarm! Aua. Kommt ihr hier ran? Nein, okay. Keine gute Idee. Was passiert, wenn wir den kaputt hauen? Halt! Das. Hörst du schlecht? Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Das war ein Fehler. Ah, okay. Jetzt spieß ich dich auf, Mist. Okay, das wird so nicht funktionieren. Warte mal, haben wir einen Schlafzauber hier? Ich hab mir das schon vergessen, gedacht. Feuerfall, mittlere Wunheil, Leichthund, Licht, weiß, Feuerball. Nicht, noch glauben kann. Wir haben keinen Schlafzauber. Aber irgendjemand konnte uns Schlafzauber verkaufen, ne? Was ist noch? Isner war das doch. Dass wir dem Schlafzauber verpassen. Und danach ihn dort vergessen lassen. Dann kommen wir da ran. Ignaz. Nicht Isner. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Wer hat doch hier... Vergessen, Feuerfall, mittlere Wunde, leichte... Ah ne, hier. Das ist die Seite. Vergessen, Schlaf. 30 Sekunden wieder schlafen. Jo. Was hat er sonst? Sichel. Der Buchstabe F ist auch in den Knauf geritzt. Ich glaube, den brauchen wir noch. So, aber dafür brauchen wir ja... Die behalten wir noch. Licht brauchen wir nicht. Feuerball gebe ich ihm ab. Eisfall. Nochmal ein Feuerfall. So, Nachricht. Steintafel. Noch eine Steintafel. Steintafel der Magie. Lebensenergie. Sonst haben wir hier jetzt das hier nur noch. Die Dinger brauchen wir nicht. So, was können wir von ihm dann dafür nehmen? Vollständige Regeneration und hier Heilung. Trank der Geschwindigkeit. Was ist das da? Laborwasserflasche. Versuchen wir es mal, dass wir den einen Dude da mal zum Schlafen bringen. Nee, warte, wieder einstecken. Es war genau so, wie du sagst. Das ist wirklich. So, und dann schauen wir mal, dass wir den. Ich speichere jetzt hier nochmal. So. So, nehmen wir alles mit. Hallo, nein, weg. Und hier.
auch noch alles? Oh, jetzt ist er wach. Nein, ich will hier hoch. Okay, hier kommen wir nicht mehr hoch. Aber hier bestimmt, oder? Auch nicht. Hier ist er vielleicht. Ja. Nein, nein, nein. Okay, aber wenigstens überlebt. Boah, können wir dann Matteo die Sachen geben? Was haben wir jetzt da bekommen? Lederrüstung, Bürgerkleidung. Bürgerkleidung, Bürgerkleidung. Okay. Lederrüstung. Ach, wir haben zweimal Lederrüstung jetzt. Okay, dann können wir das mal verkaufen gehen. So, hier, Matteo, moin. Zeig mir deine Ware. So, was können wir ihm... Was hat der hier, was hat der hier? Benötigte Geschicklichkeit, 40, Einhandtalent-Bonus. Ein Degen, rostiges Schwert, Schürhaken, der hat aber... Ja. Ja gut, dann können wir ihm das geben. Das. Und was haben wir noch? Ein Hammer. Zange. Hier Laborflasche, die behalten wir mal. Fackeln haben wir jede Menge. Hier vergessen kann er haben. Was hat er hier? Essenz der Heilung. Was war das? Steckbrief, okay. Gut. Haben wir ein bisschen Geld dazu bekommen. Genauso wie du sagst. So, welchen Tag haben wir jetzt? 13. Tag. Sehen wir mal zu, dass wir auch ein bisschen Schinken kaufen für den einen Händler. Für den einen Jäger. So, von dem möchte ich mir jetzt noch nicht die Zukunft zeigen lassen. Bartok? Das habe ich schon immer gesagt. Der erzähle ich gar nichts mehr. War doch er da. Wer muss die Arbeit hier? Zeig mir deine Ware. Essenz der Heilung? Nee. Das darfst du keinem erzählen. Worum soll ich mich denn? Wer hat nichts? Wer war das jetzt mit den Lebensmitteln? Waldmann vielleicht? Was du nicht sagst. Zeig mir deine Ware. Was du nicht sagst. Brot. Der hat auch nichts. Amulette Lebenskraft. Das ist wieder typisch. Komm, wir nehmen das mal. So, wo haben wir den? Hier. Dann haben wir jetzt nochmal ein bisschen Gesundheit. Ah, da bist du ja wieder. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich glaube da nicht dran. Den würde ich gerne haben wollen. Das ist mal wieder typisch. Edles Bastardschwert. Das ist mal wieder typisch. Ich glaube da nicht. Die kosten alle so viel Stärke. Das ist mal wieder typisch. Grobe Kriegsaxt wäre jetzt auch nicht schlecht. Piratensäbel. Ein Degen. Worum soll ich mich denn noch als Kampfstab. Wolfsmesser. Das wird noch viel schlimmer. Hat die sonst noch was? Haben wir hier Schinken? Das weiß doch inzwischen jeder. Und das wird noch viel schlimmer. Oder zählt das, was ich jetzt hier so habe, schon als Schinken, dieses Rohfleisch? Das ist ja interessant. Was du zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Was der hat hier eine Armbrust. Benötigte Stärke 40. Wir nehmen die. Das habe ich schon immer gesagt. Folteraxt. Der arbeitet auch,
Richtschwert. Zweihandwaffe auch sogar. Würde die haben wollen. Benötigt nur 35 Stärke, aber gibt dafür 50 Schaden. Wirklich? Das ist ja interessant. Komm, wir nehmen die. Soll ich mich denn was hier? Amulett der Eichenhaut. Ich glaube da nicht dran. So, dann tauschen wir mal. Das und das. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann kann ich ihm den, zeig mir deine Ware. Den anderen Kram hier mal verkaufen. Von mir. Hier den und den. Dann brauchen wir keine Pfeile mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich habe jetzt ihm nicht die Bolzen hier gegeben, oder? Doch. Er erzählt alles weiter. Ja, komm, den kann ich auch mitnehmen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Passt. So, jetzt mal wieder weiter. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zweihandwaffe, Einhand. Schiffsaxt, Richtstab. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das habe ich schon immer gesagt. So, was hatte ich hier? Ledergürtel, Milizgürtel. Man sieht das anders. Nee, brauchen wir nicht. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, Greg hier nur am Fressen. Das ist ja interessant. So, müssen wir eigentlich mal üben. Beziehungsweise, warte, jetzt fressen wir erstmal hier die Wurst. Und dann suchen wir mal den Jäger auf. Okay, mit dem ist es viel, viel nicer, finde ich. Mal gucken, wie wir uns damit schlagen. Im Kampf gleich. Also, das dauert halt noch ein bisschen, bis wir da sind, aber vielleicht können wir damit paar Viecher und paar von den Dudes schneller erledigen, besiegen. Und hier die Großkötze will ich ja auch auf jeden Fall da besiegen von den Banditen, von den Söldnern. Die beiden, die weil das zweite Lager von den Söldnern da machen. Am besten eigentlich. Ja, also den einen da möchte ich auf jeden Fall in Ruhe lassen, sage ich jetzt mal. Der war ja nett zu uns. Zwar hat er 50 Gold genommen von uns, aber der stimmt dafür für uns. Müssen wir mal schauen, wie wir dann das anders regeln. Obwohl hier, naja, da gehen wir ein andermal hin. Erstmal gucken, dass wir hier die fertig machen können. Die Lurker will ich jetzt aber erstmal noch nicht angreifen. Da sind wir noch nicht stark genug gerüstet. Vielleicht sogar schon die beiden hier jetzt links. Die Viecher. Mal kurz speichern. Schauen wir mal. Jo, komm. Ah, nein. Okay. Keine gute Idee. Wir sind noch nicht gut genug, sagen wir so. Oder mit der Armbrust. Wir haben ja genug Waffen. Warum rennt er denn andauernd weg? Alter.
Kann doch nicht sein. Ich treffe ja gar nicht. Wie viel habe ich jetzt verbraten? Ja, der guckt mich jetzt ganz genau an. Das wird nix. Komm. Ne, das wird nix. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal in der nächsten Folge weiter. Und mal gucken, wo wir noch die letzten paar hundert Punkte kriegen, die wir brauchen für die nächste Stufe. Dann wir vielleicht auf 200 nochmal gehen. Da sind wir am besten momentan und da will ich auch hin. Und Armbrust auch nochmal fertig machen. Aber Stärke brauchen wir auch noch einiges. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.